Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Survival. Denn in der zweiten Staffel, wie wir hier unten links sehen können, spielen wir jetzt in der Minecraft 19W06A Snapshot-Version. Da wurden einige Bugfixes gemacht, eigentlich bloß Bugfixes und halt die wandelnde Trader, Händler, wurden nochmal neu programmiert. So, gut, Backup Survival Staffel Size. Es ist noch nicht relativ lang vollkommen nicht so viel erkundet. Wir hatten halt bloß schon einige Diamanten gefunden. Einige Diamanten. Hier sind ja noch mehr. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Crafting Rezept. Okay, da muss ich glaube mal auf eine Werkbank draufklicken. Nein. War das hier nicht mal zu sehen? Okay, ist gerade nicht zu sehen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall eine Diamantspitzhacke machen. Geht aber gerade schlecht, weil wir keine Sticks haben. Dann machen wir uns mal schnell welche. Machen wir uns drei Diamanten. Oder mobsen wir uns mal drei Diamanten und nehmen dann nochmal einen Diamant Erz weg. Sehr schön. So, beginnt doch die Folge gut. Ich werde auch am Sonntag ein extra Video raushauen zu meinen Plänen, Wünschen für 2019. Mal gucken, wie ich es hinkriege. Ich habe mir da auch schon einige Gedanken gemacht. Da hat mich auch jemand draufgebracht, das werde ich allerdings in dem Video sagen, genau, explizit. Weil sonst müsste ich jetzt hier in die Videos reingucken. Ja, gut, jetzt gucken wir es mal hoch, ob es Tag ist oder Nacht. Es ist Tag. Wunderbar. So. Natürlich brauchen wir dafür noch Leder. Und ich habe heute Fackeln in der Offhand-App. Dankeschön. Okay, Melonen haben wir. Hier machen wir ja unser Bone Meal. Mit den übrig gebliebenen Seeds. So, ich muss erstmal hier ein bisschen Zeug ausräumen. Da kommen die Steine rein. Dankeschön, Dankeschön. Granit, Andesit, Flint. Hauen wir hier rein, Dankeschön. Kies hauen wir auch damit rein. So, Leitern benötigen wir jetzt nicht. Redstone. Bräuchte ich eigentlich noch ein weiteres Fass? Krieg mal hin. So. Barrel, Dankeschön. Ich hoffe mal, wir sterben dadurch nicht. Das wäre es noch, wenn wir aufgrund von einem Barrel sterben würden. So, machen wir gleich mal noch eine Spitzhacke davon. Fackeln haben wir noch. Wir müssen auf jeden Fall runter. Wir brauchen mehr Ressourcen. Die Bäume werden wir nach und nach immer abholzen, dass wir immer mal weiterbauen können. Ich werde erstmal das komplett mit Oakwood machen und dann ein Fenster werden wir dann später reinhauen. So. Gleich mal ein bisschen umsortiert hier alles. Können wir die Fackeln auch wieder in die Offhand nehmen? Wir brauchen ja eigentlich erstmal mal etwas Obsidian. Ich glaube zwar, wir hatten eine Lavaquelle in der Nähe. Ja, das war jetzt gerade sinnlos. Da könnte ich ja auch hochgehen über die Lavaquelle. Wasser gießen, hier ist ja jetzt nichts mehr drin. Ne? Doch, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Okay. Und dann müssten wir eigentlich mal noch Kühe suchen gehen. Und ich muss erstmal ganz kurz was gucken. Gut, ach stimmt ja, ich habe das ja eingestellt, dass es normal gespeichert ist.
Ach, schlimm. Wenn man so vergesslich ist wie meine Wenigkeit. So. Okay. Wir müssten ja hier irgendwo unsere. Erstmal schnell die Koordinaten in den Chat schreiben. 733, Leerzeichen 65, 1005, 89. Okay. So. Nur für den Fall der Fälle. Denn ich dachte, hier war doch irgendwo eine Lavaquelle in der Nähe. Das ist halt jetzt die gute Frage. Sinnlos oder sinnlos? Okay, wir gehen doch nochmal schlafen, dann gehen wir doch erstmal runter. Und wir gucken, ob wir eine Höhle finden. So. So, der Smoker, wie geht der? Einfach bloß Ofen und da, okay. Und der Blast Furnace. Okay. Okay, das Barrel stört dann doch. Merken, kein Barrel übers Bett. Ist störend. Da hauen wir es einfach mal kurz hier rein. Dankeschön. Macht doch gewundert. Ich will immer hier Shift gedrückt halten und durch rushen. Aber das geht ja leider nicht. Für den Fall der Fälle habe ich ja den Lava-Eimer mit. Wassereimer. Wir gucken mal da lang. Können wir mal kurz gucken, wie viel FPS wir haben. Ja, so ungefähr 200. Ja, gut, aber dadurch, dass man jetzt neue Chunks betreten. Ich gehe sehr gut ausgerüstet in eine Höhle. Ja, vielleicht haben wir auch Glück und finden noch eine Spinne. Dass ich noch eine Angel bauen kann. Da könnt ihr mal auch gerne in das Kommentar schreiben, ob ich offscreen eher mal angeln soll oder ob ich das auch in den Folgen machen soll. Die Holz haben wir noch ein bisschen mit. Erstmal kurz ein bisschen ausgeleuchtet. Und falls wir sterben, wir müssen halt nah von an unserer, an unserem Punkt. Ich hoffe aber nicht, dass ich sterbe. Obwohl da schon ein Skelett steht. Unschön. Aber es hat uns anscheinend nicht bemerkt. Hat ja keine Ohren. Hallo, Mr. Creeper. Juhu, Glück gehabt. So. Gut, dass wir die Eisenspitzhacke noch gemacht haben, bevor wir los sind, um auf Lava-Tour zu gehen. Lava, lava. Aber wir müssen anscheinend wirklich Richtung Skelett.
Aber wir können auch gleich mal noch ein bisschen Kohle mitnehmen. 2 Stück langt. Für immer und immer und immer. Und da liegt noch Kohle. Das war die runtergeplumpst ist. Schlimm. Gibt's ja noch mehr Kohle. Aber gut, Kohle brauchen wir jetzt am Anfang eh en masse. Kohle kann man ja nie genügend haben. Ist auch unreal so. Mit mehr Kohle ist man zufriedener. Nicht unbedingt. Geschmackssache. So. Ja. Unten in der Infobox findet ihr einen Link zu meinem aktuellen Ohrwurm. Nicht wundern, macht eure Musik ein bisschen leiser, wenn ihr auf den Link klickt, weil es ein bisschen... Am Anfang klingt es schön leise und dann wird es ein bisschen lauter. Okay, da gibt es doch nichts mehr. Bis auf den Tod für das Skelett. Okay, wir haben ja noch eine zweite Richtung gehabt. So. Neue Fackeln bitte. Immer schön alles ausleuchten. Nicht, dass man irgendwann mal dasteht. Ups. Dann haben wir hier noch den Weg, den wir gegangen sind. Okay, es gibt hier wirklich keinen weiteren Weg. Okay, weiter geht's. Gehen wir mal hier lang. Hat keiner gesehen. Bisschen was erst noch mehr mitgenommen. Diese Suche wird keine leicht sein. Das ist schon mal Wasser. Gut, den Sümpfen findet man da. Glaube ich zwar nicht. So, man hätte mir auch die mit den Slabs wieder mal einfügen können, dass man wenigstens was rausbekommt. So, machen wir uns mal eine Steinaxt. Wir würden noch ein bisschen mehr Holz haben. Wir haben ja nicht genug. Holz kann man immer genügend haben. So, gucken wir mal hier lang. Das einzigste Gute ist halt im Sumpfbiom. Die Oak Trees wachsen nicht so extrem weit. Groß. Hat er beschrien und dann bup, groß. Ich renne jetzt auch nicht, damit ich ja nicht so viel Essen mitgenommen habe für eine extremste Expedition. Gut, im Fall der Fälle können wir da immer noch die Tiere umhauen, die direkt vor uns sind. Die zwei da. Die zwei allein. Werden mein zukünftiges Essen sein. Ja, das ist noch gerade irgendwie unschön. Jetzt noch ein paar Schafe für Wolle. Dann wäre ich vielleicht noch zufrieden. Oinki, weißt du, wo Lava ist? Nein. Ihr habt euch gegen mich verschworen. Ihr wollt es mir nicht verraten. Wollt schon sagen.
Schafe, keine Schere. In der Hoffnung, dass er 3 abgibt für mich. Das ist halt jetzt gerade das Schöne. Ich brauche noch das eine Eisen. Bitte. Bitte, bitte. So, Schere. Du kommst auch wieder mit. Okay, es hat gerade gegessen. Demzufolge könnte es sein, dass wir 3 Wolle bekommen vielleicht. Jawohl, also das Bett können wir auf jeden Fall schon mal machen. Und vielleicht haben wir Glück und finden hier noch Lava. Oder näher. Hallo? Nein! Ich möchte keinen Omen haben. Okay, man kriegt bloß das Omen von den mit dem Banner hinten drauf. Da hätte ich ja gleich mal einen Timer starten können, wenn ich das geschafft hätte. Allerdings 3 oder 4 mit Armbrust ist schon hart. Steinhart. Na, unproduktivste Folge ever. Okay, Kühe, ich lasse die mal noch leben. Ich brauche erstmal nur Lava. Die Kühe muss ich später holen. Beziehungsweise müssen wir später anholen. Das wird ein Kraftakt. So, ein Bett bitte mal. So. Passt, wackelt und hat Luft. Uft, uft. Okay, da haben wir schon mal ein Hexenhaus. Ich bräuchte aber Lava und kein Hexenhaus. Autsch. Okay, hellblaue Blumen. Oder blaue Blumen. Schlimm, schlimm. Unproduktiv, unproduktiv, unproduktiv. Okay, ein Pillager Außenposten. Mal gucken, wo wir hier aus rauskommen. Genau am Außenposten, aber das ist relativ gut gespawnt. Kann man nicht meckern. Warum hat jetzt auf einmal Gunpowder? Ich weiß es nicht. Glück. Wenn man Lama sucht, findet man keine Lava. Wenn man sie nicht sucht, steht man quasi in ihr. Okay, dann haben wir schon mal Kürbisse. Pumpkins. Und noch mehr Kühe. Eigentlich könnte ich ja dadurch, dass die Kühe ja da relativ nah sind, mal kurz was kosten lassen. Und
Und halt nur um an die Haut zu kommen. Und halt an die Level. Eigentlich bevorzugt nur die Haut. Nicht wahr? Dankeschön, 9. Wir brauchen allerdings viele. Auf jeden Fall, da haben wir Lava. Glücklicherweise, wir haben Lava. Haben wir doch noch ein bisschen was geschafft, Produktives. So, sehr schön. Dass ich die Folge noch für morgen fertig bekomme. Ich mache jetzt bloß noch die 3 Kühe hier. Und dann fahren wir mal, wie viel brauchen wir? 10 und 4 macht 14, also können wir ruhig mal 16 abfarmen. Und das wird halt einiges jetzt an Zeit kosten. Ist auch die falsche. Da hätte ich jetzt eine Stunde da gestanden, bis dann. Jetzt habe ich es abgebaut und dann bupp, weg. So. Jetzt habe ich. Ah, okay. Obsidian hat gefehlt. Und ein Buch brauchen wir so schon alleine für den Enchanter. Enchantment Table, nicht Enchanter. Entschuldigung. Ich denke da immer gleich an Modpacks. Unschön. Unschön. So, kriegen wir allerdings hin. Da wird es halt eine 25-Minuten-Folge. Ist jetzt nicht so schlimm, findet ihr bestimmt auch nicht. Da können wir halt mal kurz noch ein bisschen so dumm rumherreden. Ja, Obsidian abbauen ist eine Freude. Die Freude ist so groß, dass ich einschlafen könnte. Ja, aktuell geht es ja nicht schneller, dadurch, dass wir noch nicht großartig verzaubern können. Und halt dann vielleicht gegebenenfalls eine bessere Diamantspitzhacke haben. Zum Beispiel mit Mending. Oder halt mit Efficiency 5. Dann geht Obsidian abbauen auch schnell. Da brauchen wir dann bloß eine XP-Farm im End. Mit der wir dann gut arbeiten können. So. In der Hoffnung, dass das so klappt, wie ich mir das jetzt vorstelle. So, morgen nehme ich dann auch 1-2 weitere Folgen auf. Also könnt ihr dann bis dahin immer noch reinschreiben, über was immer so reden sollen. Ich werde bestimmt eher offscreen zurücklaufen. Weil es wird doch ein bisschen Zeit noch in Anspruch nehmen. Zwölf, 13, 14. Nehmen wir das hier. Kuh erschreckt mich nicht so. Ich dachte jetzt schon, es kommt gleich wieder ein Pillager zu mir. Aha. Das war so der Moment. Nein, böse Lava, böse Lava. Wäre nicht gut gekommen. So. Da haben wir dann 16 Obsidian. Ich laufe dann offscreen schon mal zurück. Und sage schon mal an der Stelle jetzt hier danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz dessen, dass wir sehr unproduktiv waren. Aber wir haben Lava gefunden und können uns dann ein Netherportal bauen. Oh, hier ist auch eine schöne Baustelle. Ich mache mal kurz hier noch einen Screenshot. Jetzt scheint es auch schön bauen zu können, weil da haben wir den. Hier ist ein schöner Berg. Hier ist eigentlich eine relativ schöne Landschaft. Ach ja, wir bauen aber erstmal das Strandhaus. Gut, aber nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.